Hey, ich bin Bill von Tokyo Hotel und ich spreche wieder den tapferen Arthur in Arthur und die Minimoys 2, die Rückkehr des bösen M. Ah! War das laut genug? Ich war aufgeregt natürlich wieder, ja. Also es ist nach wie vor so, dass es natürlich irgendwie was Neues für mich ist und dass ich natürlich irgendwie nicht so routiniert bin wie jetzt beim Singen oder so. Aber ich habe mich natürlich gefreut. Also als ich den Film dann gesehen habe, war es natürlich irgendwie schon so ein Zuhausegefühl. Prost auf deinen glanzvollen Auftritt. Max, ich habe jetzt keine Zeit für einen Drink. Ich habe eine Nachricht bekommen. Selenia ist in großer Gefahr. Arthur hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass er halt zu den Minimoys reisen kann und er ist natürlich total aufgeregt, weil er hat halt dieses Reiskorn bekommen und da stand Hilfe drauf und er denkt natürlich, Selenia, um Gottes Willen, was passiert ihr jetzt und will so schnell wie möglich runter und kann es gar nicht abwarten. Ja, heute ist der 10. Mond. Die Minimoys feiern mir zu Ehren ein Fest. Die Mini... Mini was? Die Minimoys sind winzige Figuren, die man also mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Ich liebe diese Stadt. Die leben in einer Welt, die eigentlich auch unsere Welt ist, aber die wir gar nicht wahrnehmen. Ja, was willst du? Hallo, ich bin's, Beta, der Prinz, der Bruder von Selenia. Klingelt's bei dir? Oh, Beta, was machst du denn da draußen? Du bist ja ein Komiker. Was ich halt auch immer mag, sind halt diese ganzen Szenen, die zwischendurch passieren, wenn sie halt mit dem Marienkäfer fliegen. Wow, das kann nicht schwieriger sein, als ein Moskito zu fliegen. So Sachen, die im wirklichen Leben nie funktionieren würden, die aber total süß umgesetzt sind in dem Film. Wie sieht denn so eine Ratte genau aus? So. Ah! In solchen Momenten wünscht man sich halt total, dass man sowas auch mal erleben kann, dass man in irgendeiner Blume schläft und mit einem Marienkäfer durch die Gegend fliegt oder so. Und das sind so die schönsten Szenen im Film für mich. Auf jeden. Jetzt mach dich auf was gefasst. Ich sag euch, das wird total abgefahren.